Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Deck-Schmiede. Heute mal wieder mit einem Monster-Deck. Bevor wir uns das Deck allerdings angucken, groß besprechen, möchte ich gleich eine Warnung vorweg sagen. Es ist kein gutes Deck. Wir machen es momentan so, dass wir jetzt zwei Folgen täglich haben. Das heißt, wir werden natürlich auch eine ganze Menge mehr Decks spielen müssen. Sollten es jedenfalls tun, ansonsten wird es ja schnell langweilig. Und wir probieren auch Decks aus, die nicht so gut laufen. Dieses Todeswunsch-Deck ist eines davon. Weil es hat sehr viele Schwachstellen. Das sei ja nicht gesagt, dass die Todeswunschkarten schlecht sind. Unermesslicher Hunger mit der Anführerfähigkeit kann immer noch ziemlich gut sein. Gerade wenn man sie vielleicht mit Doldulocke und den Succubus in irgendeinem anderen Monsterdeck kombiniert. Ne? Lifecoach hat es ja bei der Weltmeisterschaft gezeigt, dass die Succubus mit der Anführerfähigkeit in der kurzen Runde relativ starke Finisher sein können. Dann hat er allerdings ein bisschen eine andere Deckliste gespielt. Wir wollten mal ein komplettes Todeswunsch-Deck spielen. Komplett Todeswunsch heißt, wir spielen so Karten wie Higher Vampire, Miwuna, Kaiser Manticore. Wir haben auch den Büßer reingenommen. Der Büßer hat einen kleineren Buff bekommen, ruft jetzt im Nahkampf vorbei. Wir haben die Succubus, wir haben Arkspore, Hexenlehrling ist noch dringend Nachterscheinung. Das Deck zielt eigentlich nur darauf ab, möglichst seine Todeswunschkarten auszuspielen, diese Todeswunschkarten zu fressen. Karen hier kann uns einen zweiten Higher Vampire erschaffen, eine zweite Miwuna, einen zweiten Kaiser Manticore, wenn er ein ziemlich gutes Ziel ist. Und unser Relikt, unsere Schattenurne, unser Stratagem löst Todeswunschfähigkeit einer befreundeten Einheit aus. Das heißt, man könnte den Büßer ausspielen, könnte den Büßer auslösen, vielleicht sowas wie Beast oder Bienenphantom rausholen, könnte ihn nochmal fressen und könnte die andere Karte rauskriegen. Also gerade in der ersten Runde mit der Beast, Bienenphantom und den Hexenlehrlingen hatten wir extrem starke Engines. Dann wollte das Deck eigentlich pushen, weil lange Runde. Das Problem war wirklich, dass unsere ganzen Karten, die konsumieren können, Babegasi, Schleimling, Bageste, entweder weggeschossen wurden. Und wenn wir zuerst unsere Todeswunschkarten ausgespielt haben, wurden die teilweise blockiert oder sonstig aufgehalten. Und das ist dieses Hauptproblem in einem Deck. Wenn man eine Todeswunschkarte hat, will man sie auslösen, das heißt, man will sie fressen. Wenn man nicht unbedingt so eine Instant-Karte hat, dann sind die Todeswunschkarten manchmal sehr riskant, weil sie können einfach weggenommen werden und dann verlieren wir wirklich sehr viele Punkte. Von daher denke ich wirklich, Todeswunsch, wenn man es spielt, vielleicht mit Spuk, Hunger, aber dann nicht jeder einzelnen Todeswunschkarte, weil wenn du wirklich das Problem hast und deine Engines, deine Konsumierer werden alle blockiert, dann macht dieses Deck eigentlich so gut wie gar keine Punkte mehr. Wenn sie voll durchlaufen, ist es nicht mehr so, dass dieses Deck momentan besonders stark ist, dass man es unbedingt spielen will. Ja. Es ist halt einfach der Wunsch nach mal wieder einem Todeswunsch-Deck, aber ich denke, in kleineren Paketen aufgeteilt mit anderen Sachen, mit anderen Deck-Ideen, wie zum Beispiel vielleicht mal ein Swarm-Deck mit Todeswunsch oder wie Lifecoach gespielt hat, einfach nur die Succubus-Karten mit ein paar Todeswunsch-Karten, funktioniert deutlich stärker als ein reines Todeswunsch-Deck. Von daher, ja, viel Spaß bei den Runden, aber seid gewarnt, wir haben mit dem Deck, glaube ich, mehr verloren als gewonnen. Manchmal waren die Runden aber auch knapp. Ja, viel Spaß und haut rein. Aber es wird auch noch eine Menge rumprobieren mit der Fraktion, hoffentlich. Auch von besseren Spielern. Die vollgestopfte Taschen. Kaiser Manticore wäre eine optimale Startkarte, weil wenn er mit einem Tunnelknacker beginnt, dann macht's Peng. Moderhaut könnten wir auch dran lassen. Succubus wollen wir erste Runde auf jeden Fall eine ablegen. Ich glaube, wir können die Nachterscheinung ablegen. Hexenlehrling ist interessant. Die Wissende wäre natürlich aber auch eine Spitzenkarte. Ich glaube, ich lege mal Modehaut ab. Wehrratte. Bringt uns erstmal nichts ohne Idia, würde ich nicht ausspielen wollen. Idia, jetzt haben wir die Wehrratte abgelegt. Schicksalskombo. Okay, wir fangen mal mit Babegasi an. Er kann mit Ferko anfangen. Okay, jetzt ist Kaiser Manticore schon keine gute Karte, aber dann könnten wir vielleicht die Wissen rausholen. Wir haben nur leider den Blue Coin. Oh, der hat 8 Punkte. Das ist natürlich mächtig.
Okay. Kaiser Mantigo ist jetzt gar nicht mehr so gut. Mihuna kann auch schnell ins Leere gehen bei dem Ferko. Kaiser Manticore wäre jetzt noch im Game drin. Das wäre eine sehr interessante Karte. Wir würden ihm halt einen Meeresschakal weghauen können. Oder wir spielen Mihuna aus und versuchen Meeresschakal zu klauen. Wenn er sie weghaut, kriegen wir trotzdem einen Ferko. Das heißt, wir lassen sie mal. Vielleicht spielt er noch eine andere Viererpunktkarte aus. Aber wenn nicht, kann sie immer noch den Ferko klauen. Haut sie weg. Dann holen wir jetzt mal noch einen Ferko. Sonst fehlen vorne immer noch ein paar Punkte. Sugobus können wir ausspielen. Relax. Let me sweep your worries. Die muss einmal auf den Friedhof kommen und wir liegen von den Punkten ganz okay vorne. Time's the charm, what do you say? Die Wissende ist jetzt natürlich ein sehr starkes Risiko, weil er kann sie sofortig weghauen. Und Tunnelbohrer, aber selbst Tunnelbohrer nur auf die Wissende würde, glaube ich, nicht genügend Punkte machen. Ich kann sie allerdings auch nicht sicher ausspielen. Ich kann jetzt natürlich auch erstmal sicher für einen Hexenlehrling gehen. Wenn allerdings Philippa kommt, habe ich da ein Problem. Allerdings kann das dann auch bei der Wissenden passieren. Also spiele ich erstmal einen Hexenlehrling aus. Surprisingly clean creatures, as it happens. Ja, aber er kann ihn ja mit Philippa klauen, Haverin. Oder er kann ihn wegschießen. Okay, riskieren wir die Wissende. Ich weiß, dass er sie wegschießen wird. Aber dann muss er eine Münzkarte ausspielen, einen Sigi oder sowas. Und selbst dann wird es wahrscheinlich von dem Punkt nicht reichen, wenn er sie wegschießt. Und dann können wir noch passen, aber besser wird die Wissende nicht. Okay, fist dich. Wir haben nichts zum Läutern, ne? Ich würde schon ganz gerne versuchen zu pushen. Ich meine, wir haben Oniro, wir haben Higher Vampire. Könnte natürlich auch mit dem Gift faken, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Ich will lieber die Punkte behalten. Nämlich nächste Runde pushen. Kaiser Manticore. Ich lasse mal Idia und Wehrratte vielleicht für die letzte Runde. Wir werden diese Runde mal mit dem Szenario Druck machen, weil ich möchte gegen Tunnelbohrer und Hacker keine lange Runde haben. Die kann er uns wegschießen, die ganzen Konsumierer. Wenn jetzt allerdings Hacker ausspielt, Hacker verbessert und erst dann seine Typen beschwört, dann können wir noch Hacker mit dem Kaiser Manticore wegnehmen. Und wir haben immer noch zwei Anführerfähigkeiten für Higher Vampire.
Ja, ich muss sagen, Junior nehme ich auch weg. Junior will ich auch wegnehmen. Das Hacker. I'm a dwarf for business. Get out, you baldy-faced baby. Vielleicht brauchen wir auch. We're not done if you can still work. Wahrscheinlich heben wir uns Doldo locker für die nächste Runde auf. Dann haben wir jetzt immer noch eine Succubus, die wir fressen können. Ich weiß nicht, ob wir Higher Vampire diese Runde noch benutzen. Er hat jetzt zumindest keine Engine, die er wegschießen kann mit dem Tunnelbohrer. Nur Punkte. Und Hitzewelle spielt er nicht, weil Junior hatte Hingabe. Ah, ich bin mal gespannt, ob es was wird. Die Hexenfinderin. Ah. The witch. Most villainous. Ja, mit dem Graden wird das übel. I don't have a dirty mind. Just one hell of an imagination. Aber ein Graden wird auch nur auf 10 Punkte kommen, aber wir setzen mal auf die höchste Einheit neues Kopfgeld. Raiden. Bank. Ein Tunnelbohrer. Kann seine restlichen Münzen reinstecken. Warum killt er die Succubus? Weil die muss nicht gefressen werden, oder? Hat sich die Ruf am Ende des. Oder kommt die jetzt nicht wieder raus? Ich meine, wir haben Tunnelbohrer raus, wir haben Hexenfinderin raus. Und Hacker. Für die nächste Runde hätten wir noch Higher Vampire, wir haben Beast, wir haben Anführerfähigkeit, Igi und Wehrratte. Wenn wir sie ziehen, wird wahrscheinlich unwahrscheinlich. Bei Dänemark, Finnland wird gerade ein Spieler wiederbelebt. Ach du heilige Scheiße. Okay, wir passen. Succubus kommt auch nochmal raus, weil er sie weggeschossen hat. Das heißt also, er wird es mit dem Tunnelbohrer aber trotzdem hinkriegen, selbst wenn er nur eine kleine Münzkarte ausspielt. Spaß bei dem Pott. Das reicht aus. Kann trotzdem noch eine Münze als Carryover mitnehmen. Okay, wir haben Wehrratte. Wir haben noch zwei Konsumierer, ne? Und dauerhaft, wenn wir so haben wollen. Das heißt, ich denke, wir legen eine Moderhaut ab. Oder eine Nachterscheinung. Für Nachterscheinung brauchen wir wirklich Idia. Wir hoffen auf Idia. Oder auch nicht. Okay, wir haben viele Tokens, aber Idia nicht. Wir haben auch Beast und Bienenphantom nicht gezogen. Ey, ey, ey.
I shall never be alone again. Better than paying taxes. Auch so viele Münzen. Karten haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, den Rest spielen wir jetzt alles vorne aus. Power, the object of dark desire. Okay, das war nicht mal schlimm. Trotzdem wird es noch von den Punkten sehr eng. Ich wollte auch gerade, aber es gibt keine Möglichkeit, dass die Wehrratte den Higher Vampire fressen kann. Weil wenn wir den selber ausspielen, müssen wir ihn einmal fressen und dann kommt die Karte ganz rechts in der Reihe wieder. Das heißt, nicht neben Wehrratte. Gut, wenn da die Münzen haben, will man sie selber auslösen. Wir haben noch den Higher Vampire, den wir zweimal fressen können. Das heißt, das sind 8, 16, 21 Punkte machen wir noch. Wir kommen auf 41 Punkte. Er hat 6 auf dem Feld. Kann er diese 41 Punkte irgendwie überbieten? Das ist seine letzte Karte. Das wird ein Jug sein, ne? Taltach. Ich glaube, er hätte sein Kopfgeld auslösen sollen, das hätte mehr Punkte gebracht. Gewinnen wir um einen Punkt? Gewinnen wir um einen Punkt? Ja, easy. Na, ich bin, weiß nicht, bei dieser Wehrratten-Kombo, ne? Wir haben auch Beast-Bienen-Phantom, also wir hatten nicht die beste Hand in der letzten Runde. Aber der Push war in Ordnung, möchte ich fast sagen, dass wir die erste Runde halt wirklich so gut abgeschnitten haben. Just great. Jetzt ziehen wir natürlich die Aufseherin, ne? Nach dem Nilfgaard-Matchup. So was brauchen wir. Wir haben Büßer, wir fangen nicht an. Arxbor würde ich behalten. Ich würde eigentlich den Läuterer ganz gerne ablegen für die erste Runde. Succubus müssten wir eigentlich erste Runde ausspielen. Ich meine, wir haben zwei Bargästen zum Fressen. Dann können wir es riskieren. Now we will see who is weak. Er könnte Fallen spielen. Warum spielt er jetzt in der ersten Runde so viele von denen?
Wenn er Szenario erste Runde benutzt, dann könnte es wirklich ein Fallendeck sein. Wir greifen ihn aber nicht sehr viel an. Wir sind mehr auf uns selbst fixiert. Okay, er spielt Fallen. Only death here for Dwan. We will take back what was stolen. Gut, dann werden wir trotzdem die erste Runde richtig Druck machen. A sword to outshine all others. If I'm to die, I'll do so sword in hand. Könnte das für eine Falle sein? Schlangenfalle, wir spielen keinen Zauber. Ich will jetzt keine hohe Provisionseinheit spielen. Büßer wäre eigentlich ganz nett. Büßer wäre eigentlich das Beste, weil wenn es eine Explosivfalle ist, dann wird Büßer daraus ausgelöst. Schlangenfalle löst nicht aus, weil wir keinen Zauber ausspielen. Wenn es eine Crushing Trap ist, wäre es für den Büßer auch in Ordnung. Okay, es ist nichts von alledem. Dann wird es wahrscheinlich... Entweder es wird die Falle sein, die 2 Schaden macht. Wir fressen den Büßer trotzdem mal. Entweder es ist die, die jetzt gleich 2 Schaden machen wird, wenn er passt, oder es ist eine Schlangenfalle. Okay, spielen wir mal... Will ich Karen hier Miruna? Ich will die erste Runde eigentlich schon gewinnen. Wenn es eine Feuerfalle ist und ich spiele jetzt meine Engines aus, bin ich sehr traurig. Wenn es eine Feuerfalle ist und ich spiele Succubus oder Mihuna aus, bin ich sehr glücklich. Wenn es jetzt eine Fallgrube ist, dann bin ich mit Succubus sehr traurig. Ich glaube, ich opfer meine Succubus. Okay, das ist gut. Damit haben wir nichts verloren. Der passt sogar. Ich würde ihn furchtbar gerne pushen. Quick, move those hooves, or we'll both be ham. War es die Schlangenfalle? Dann müssen wir auch bedenken, dass er die Schlangenfalle spielt. Schleimling, Babagasi, Succubus. Schleimling können wir ablegen. Hexelehrling ist ganz nett. Ja, uns fehlen ein paar Todeswunschkarten, die wir ausspielen können. Konsumierer hätten wir wahrscheinlich genug. Sein, ja, selbst wenn das Szenario zerstört, dann nehmen wir noch einen Babagasi ab. Oh, das ist ein gutes Miuna-Ziel. Die werden wir uns wahrscheinlich auch mal mit dem Quarantine anklauen. Und das ist, jetzt hat sich Quarantine eigentlich schon gelohnt. Wir haben mit ihm 5 Punkte bekommen und dem Gegner nochmal 8 Schaden gemacht. Also Quarantine ist auch ohne Koshi noch eine Karte, die man ziemlich gut spielen kann. Allerdings halt dann nur mit Todeswunschkarten so. Für Standardmonster eher weniger. Die wir weghauen können. Weil wenn wir sie klauen, bringt sie uns nicht so viel, aber ihm bringt sie eine Menge. Vielleicht ist es eine Fallgrube. Mach mit dem Hexenlehrling nicht viel falsch. Fly, Pegasus, fly! Okay, dann könnte es auch eine Schlangenfalle sein.
Oder es ist die Klee-Falle. Das kann auch sein. Enough of this farce. Vedrai, Enlay! So, dreht sich die eine Falle jetzt um? Ja, es ist wahr. Ich rieche eine Fallgrube, aber wir haben die Succubus. I don't have a dirty mind. Ja. Das ist nicht schlimm. Wir haben jetzt vorne jetzt, vielleicht hätte ich ihn nach vorne spielen sollen. Aber meine Hoffnung ist, dass die Succubus in den Nahkampf kommt. Nahkampf? Nahkampf? Ah, it's not that I'm always horny. It's you who's always sexy. You annoy me. Okay, nochmal die. Schießen den mal an, fressen noch einmal die Succubus. Wir hätten das Bienenphantom vielleicht vor die Hexenschülerin spielen sollen. Aber jetzt ist es auch nicht mehr so wichtig. Eldarin. Step carefully. You're in my forest now. Er hat aufgegeben. Okay. Ja, dann kann das Deck noch funktionieren. Es ist halt. Es ist sehr anfällig. Es ist spielbar, aber es ist sehr anfällig. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Man könnte vielleicht noch einen Mix versuchen aus Monster Swarm mit vielleicht sogar der Pest Maiden und dann Yennefer. Das wäre auch noch eine Option, ob man sowas mal versucht. Wir spielen heute kein Squirtail mehr. Nee, wir machen auch nicht mehr so lange, weil E3 läuft gleich. Oder beziehungsweise E3 läuft eigentlich schon, aber es ist jetzt halt nur so das Warm-up. Mit dem Quiz und allem. Okay, wir haben zwei Hexenlehrlinge für die erste Runde. Wir haben Büßer, wir müssen anfangen. Zwei Marksbohr brauchen wir nicht. Aufseher gegen die nördlichen Königreiche könnten wir sogar in der ersten Runde mal behalten. Kriegerin können wir noch ablehnen. Miluna. Okay, mal gucken, was wir uns gleich rausholen. Bienenphantom oder Beast? Bienenphantom. Bienenphantom ist spitze. Das ist sogar die beste Karte, die rauskommen kann. Das ist echt eine kleine, nette Erinnerung, dass der jetzt wirklich immer in seine Reihe rausholt. Fall overboard and I'm not jumping in after you. Okay. Können wir eine Axtbau spielen? Weißt du, wir jetzt wahrscheinlich einen Adepten ausspielen und buffen. Und wir haben nichts, um diesen Adepten aufzuhalten, weil der auf 6 Punkten ist. Ne, er spielt sogar die grauen Feenlein. Dann hätte ich vielleicht doch nicht die Endrian-Kriegerin ablegen sollen. Aber wir haben nichts wirklich, um Folters aufzuhalten. Wir haben auch keine Hitzewelle auf der Hand, weil uns ein Nairo fehlt. Okay, wir kriegen sogar noch eine Runde Zeit. Und noch unser Biest raus. Jetzt machen wir jede Runde wieder 5 Punkte. Das ist schon relativ gut mit dem Büßer, so die erste Runde, ne? Und diese 3 Engines. Ein Card-Counter ist natürlich hier. Weil wir den Sabbat auslösen, indem wir uns sehr stark verbessern. Ah, das ist Foltest. Wir haben nichts gegen Foltest. Open this gate, kneel before your king, and I shall show you mercy. Finally. Außer wir machen vielleicht in der Runde mehr Punkte als er. The witch's best friend is a pig. No doubt. Moin Face, Two Face. Ja, kein Ding.
Ich bin immer überrascht, wie viele es kommen und das schreiben. Ich glaube, jeder, der von YouTube kommt, schreibt es. Oder jeder Zweite. Aber die, die es nicht schreiben, kann ich ja nicht sehen. Okay, jetzt machen wir jede Runde 7 Punkte. Jeden wird uns so treffen. Okay, wir haben die erste Runde geholt. Perfekt! Skellige mit Regen haben wir schon gespielt, Two-Face. Die Folge müsste eigentlich auch schon auf YouTube drauf sein. Die müsste gestern gekommen sein. Das war das allererste Skellige Deck, was wir probiert haben. Ist relativ lustig. Okay. Wir legen mal die Aufseherin ab. Aber Gazi ist wirklich nicht verkehrt. Jetzt fehlen nur die Succubus für die oder die nächste Runden. Also ich hätte vielleicht ganz gerne eine Succubus. Nördliche Königreiche können Baba Gazi zerstören, aber Bargest wird wahrscheinlich auch durchkommen. Also nehmen wir wahrscheinlich eher mal den Bargesten. Und Nairo ist ziemlich gut. Und jetzt haben wir Kevin hier mit Miuna, falls er die Adepten ausspielt und sie möglichst hochladen will. In der Hitzewelle spielt, wäre es natürlich nicht so schön für uns. Gib uns einen Adepten. Komm schon, den wollen wir klauen. 4 Punkte. Und den können wir die Runde durchticken lassen. Jetzt kommt Adalia in der Balliste. Natalis. In den Öl? Okay. Die stärkste Karte in unserem Deck ist entweder ein Schleimling, ein Aufseher, ne, Baba Gazi ist die stärkste Karte. Könnten wir für die nächste Runde ziehen. Wir könnten auch Kaiser Mantikor für die nächste Runde noch aufheben, wir brauchen ihn nicht unbedingt. Dann können wir allerdings schon mal mit Doldo Locke eine Succubus erschaffen. Und die auf den Friedhof bringen. Dann könnten wir uns sogar diese Runde noch eine weitere rausholen und nächste Runde hätten wir auch noch eine. Oder wir aktivieren Doldo Locke erst wirklich nächste Runde. Aber ich glaube, Baba Gazi wäre keine schlechte Karte. Die könnte man gebrauchen. Ich glaube, viele sind bei Monstern auch momentan auf die Wissende eingestellt. Aber wenn die Wissende einfach nicht kommt, dann wissen sie nicht so, was sie machen sollen. Da ist Adalia. Eine verstärkte Balliste. Das habe ich mir schon gedacht, dass das passiert. The moon, ich würde ganz gerne lieber Miuna zweimal ausspielen als Higher Vampire, einfach weil wir den Konsum für den zweiten Higher Vampire nicht wirklich haben. Frage ist, ob ich eine Runde auf dem Feld lasse. Ja. Ja, es gibt Spieler, die denken tatsächlich sehr viel nach. Ich unterhalte mich in den Pausen eher mit Twitch-Chat. Lagerung, okay. Das Szenario werden wir auf jeden Fall wegnehmen. Weil es doch ziemlich gut Punkte macht. Wahrscheinlich unser bestes Ziel sein wird.
Ratten brauchen wir nicht. Ja, ich würde ganz gerne mit einer Mihun und dann würde ich ganz gerne versuchen, hinten den verstärkten Tribok zu klauen. Das wäre, glaube ich, so die beste Karte. Natürlich doof. Blutiger Baron ist natürlich kritisch. Ja, wir kriegen sie. Aber der blutige Baron ist auch schon raus und mit dem haben wir schon gerechnet. Weil die nördlichen Königreiche spielen gerne. Und oft. Die Frage, ob wir den Kartenvorteil behalten können. Wir können uns jetzt noch eine Adalia klauen oder einen Natalis, aber sind beides nicht die besten Karten. Typischer Angriff wird uns wahrscheinlich auch nichts geben. Marinesoldat. Diese Ballisten sind echt übel mit den Maschinen. Darum spielen wir aber auch keine lange Runde. Succubus will ich diese Runde eigentlich nicht fressen. Ich hole mal noch einen Schleimling raus. Legen Babagasi nach oben. Ich will ihm nur eine Karte von der Hand mopsen. Was anderes will ich gar nicht. Hey Padden. Hey Xulamor. Was anderes will ich gar nicht. Okay, na, er kriegt den sogar perfekt weg. Wir hätten eh nicht mehr mit Mihuna aufholen können. Wir haben die Runde so kurz wie möglich gemacht. Jetzt müssen wir halt nur gut ziehen. Kaisermantikor wäre ganz gut und eine Succubus. Und Nairo ziehen wir ja nach. Wobei, wir haben noch Babagasi. Eigentlich Kaisermantikor oder Succubus. Eine von denen bräuchten wir. Andrea-Ankriegerin. Na, wir könnten zwar jetzt einen Kaisermantikor benutzen, aber wenn er jetzt nicht unbedingt mit einer sehr starken Karte anfängt, dann ist es nicht gut. Also wenn jetzt da nicht ein Gerd kommt und dann haben wir zu viel Konsum und keinen Todeswunsch mehr. Also eigentlich müssten wir Succubus rausholen, Kaisermantikor ist gestrichen. Relax. Oh, darling. We're not done if you can still walk. Wird knapp. Er kann sich nochmal die Karte rausholen, die er wirklich haben will. Oh nein, das ist nicht gut, Marguerite. Das ist natürlich den Entläuterer haben. Ah. Ha. Wie finde ich Rico Meiersdorf? Keine gute Karte für 6 Provisionen.
Er ist zu random abhängig. Klar, gegen Monster kann er wirklich mal ziemlich gut Punkte machen, aber das ist in den seltensten Fällen und viele Spieler spielen momentan so 5 bis 6 Punktkarten. Da gefällt mir Rico nicht wirklich. Ja, das wird nichts mehr. Also dieses Todeswunschdeck hat viel zu viele Schwächen. Kann sogar noch den Zweier verbessern. Macht er aber nicht. Also wir haben viel zu viele Schwächen. Er hat er da auch noch. Kannst vergessen. Weil der Push nächste Runde war ja auch nicht so toll. Ne? Und dann haben wir wieder erste Runde zu viel ausgegeben, aber gegen Foltest. Man merkt es halt, vom Power-Level her sind die Todeswunschkarten irgendwie nicht ganz so premium. Dieses Succubus-Paket könnte man aber durchaus spielen. Man könnte den unermesslichen Hunger mit Doldu Locke und 2 Succubus spielen und hätte dann immer noch diese in der letzten Runde diese starke Anführerfähigkeit mit den Succubus. Quasi so als Carryover gepaart. Aber gegen alles andere sehen wir ziemlich alt aus. Gerade wenn sie irgendwie ein bisschen Angriff haben und uns unsere Karten wegnehmen können. Und das Deck ist wirklich sehr leicht angreifbar. Ich weiß nicht, ob man vielleicht auch Todeswunsch eher mit Swarm spielen könnte. Aber wir wollten auch mal den Büßer ausprobieren. Ja, ich glaube, Kairan wäre auch keine gute. Das Problem ist einfach bei den Todeswunschkarten, wenn du sie ausspielst und sie werden dir blockiert. Momentan wird sehr viel blockieren sogar gespielt. Gerade bei Nilfgaard, die spielen immer sehr viel blockieren. Dann ist halt Kairan einfach keine gute Karte, weil du brauchst erstmal 3 Ziele zum Fressen. Schwierig. Für Koshi fehlt die Anführerfähigkeit. Also so ein reines Todeswunschdeck funktioniert nicht. Teile vom Paket können allerdings ziemlich gut funktionieren. Gerade dieser Succubus-Teil, die kann man auch so spielen. Aber das würde ich nicht tun.